Ihr Mannschaftskollege Clemens Fritz hat gestern das Bremer Sechstagerennen angeschossen. Ist das ein Event auch was für Sie? Wenn Sie mir erklären, was das ist. Okay, Bremer Sechstagerennen noch nie gehört. Das ist ein Radrennen. Nach Radsport bin ich jetzt nicht so der Fan. Für mich ist das viel zu anstrengend, was die Jungs da abliefern. Nicht so meins. Es ist auf jeden Fall angenehmer, in Südspanien zu trainieren. Wir hatten dort eine gute Woche. Ich habe ja die paar Einheiten am Anfang verpasst, aber ich denke, das Feedback der Mannschaft war sehr gut. Haben uns dort gut eingestimmt und hoffen, dass wir jetzt noch die letzte Woche auch noch nutzen können hier zu Hause. Ja, also ich habe jetzt die letzten Tage trainiert, hatte bis daher keinen Rückschlag, Rückfall. Von dem her hoffe ich, dass das morgen im Testspiel so bleibt oder übermorgen und auch noch in der restlichen Woche. Und es wird von Tag zu Tag besser. Deswegen sehe ich da grünes Licht und dann muss der Trainer wissen, ob er mich aufstellt. Ja, man freut sich auf jedes Spiel, egal ob das Dortmund, Bayern ist oder jetzt andere Gegner. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin versuchen zu punkten, an der Serie jetzt anknüpfen und von dem her freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Die ich auch schon bis heute immer angesprochen habe, dass wir so viele Punkte wie möglich holen werden. Vor allem jetzt an dieser Serie der letzten Hinrundenspiele anknüpfen. Und dann schauen wir, wo uns am Ende die Saison hinführt. Ich meine, der Moment, der Tag heute oder wie ich jetzt gerade spiele, wird über meine Zukunft entscheiden. Von dem her versuche ich, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Aber die Zukunft ist in dieser Saison schon in Bremen? Die Zukunft? Ihre Zukunft ist in dieser Saison, also sprich in der Rückrunde, schon in Bremen? Ja, also ich hatte bis jetzt nicht vor, nach einem halben Monat abzuhauen. Und in der nächsten Saison? Auch nicht.